Ja, natürlich, wie ihr seht, das beste Schuhwerk für Wadentraining am Start, Birkenstocks. Das ist der Geheimtipp, Junge. Das ist der Geheimtipp. Gerade wieder runter. Auf Zwergengröße ist eingestellt. Junge, ich dachte gerade schon. Hier rumrein, kannst du. Was ist das denn, Junge? Tut mir leid, dass ich ein kleiner Kampfzweck bin. So, was geht ab? Wie gewohnt zur alten Kombi hier, Prometheus und meine Wenigkeit, die Schamo. Heute in einem Wadentraining, was sehr, sehr viele vernachlässigen. Zu meiner Verteidigung, ich wurde auserwählt, ich weiß nicht warum, ich habe jetzt nicht die dicksten Waden, aber ich glaube, ich kann mir bei Justin aka The Prometheus was abgucken. Man munkelt, dass er eigentlich ein paar gute Waden hat und ich denke mal oder ich hoffe, dass ich ein bisschen was dazulernen kann und vielleicht auch ein bisschen Wadengains mache heute. Er hat natürlich, wie ihr seht, das beste Schuhwerk für Wadentraining am Start, Birkenstocks. Das ist der Geheimtipp, Junge. Das ist der Geheimtipp, alles klar. Wo kriegt man dicke Waden, wenn man Waden in Birkenstocks trainiert? Heute trainieren wir sozusagen auf deine Art. Ich mache wie beim letzten Mal, wie beim Brusttraining auch, dein Training nach. Ich bin nämlich immer relativ simpel und probiere gerne Neues aus. Und du bist sowieso 12 Weeks, also 12 Wochen out jetzt gerade aktuell, ja, glaube ich. Ne? So. Deswegen sollte man da ja nicht viel hin und her variieren. Ich habe noch 17 Wochen, dementsprechend habe ich noch die Möglichkeit, viel hin und her zu switchen. Also fangen wir mal an, ne? Jo, wir fangen an mit stehendem Wadenheben. Wadentraining ist ja für viele irgendwie immer so ein Mysterium. Ich weiß persönlich gar nicht warum, allerdings doch weiß ich schon, weil wenn ich mir angucke, wie die meisten Leute Waden trainieren, dann wundert mich halt auch nicht, dass die Waden nicht wachsen. Also wenn man halt mit viel Gewicht rumschmeißt, also wirklich rumschmeißt, die Ausführung nicht kontrolliert und sauber macht, dann wächst die Wadenmuskulatur einfach auch nicht. Man muss sich immer vorstellen, die Wadenmuskulatur wird halt im Alltag auch sehr viel belastet. Also bei jedem Schritt trägt die Wadenmuskulatur im Grunde genommen das ganze Körpergewicht. Das heißt also, die Wadenmuskulatur ist halt eh schon immer viel Belastung ausgesetzt. Wenn wir die jetzt natürlich zum Hypertrophieren, also zum Wachsen bringen wollen, müssen wir natürlich auch einen vernünftigen Reiz setzen. Wenn ich mir, wie gesagt, bei vielen Leuten angucke, wie sie Waden trainieren, nämlich schwer und falsch, dann ist halt immer die Frage, wie will man die Waden so zum Wachsen bringen. Deshalb für mich persönlich beim Wadentraining immer am wichtigsten, dass man vor allem die volle Range of Motion abdeckt, also in die komplette Dehnung und in die komplette Kontraktion geht und dass man vor allem an den konzentrischen und exzentrischen Umkehrpunkten den Schwung rausnimmt. Und das aus diesem Grund halte ich die gedehnte Position immer circa eine Sekunde und die voll kontrahierte Position auch eine Sekunde. Und vor allem in der voll gedehnten Position ist das wichtig, weil die Achillessehne sehr viel Energie speichern und wieder abgeben kann. Das heißt, wir haben viel Reaktivkraft aus der gedehnten Position heraus, die die Muskulatur halt eben dann auch ja, umsetzen kann in die Konzentrik. Und so nehmen wir halt eben wieder gewissen Stimulus vom Muskel. Wie viele Sätze machst du? Und auf welche Wiederholungsebene begibst du dich? Also in der aktuellen Woche würde ich jetzt 3 Sätze machen. Mhm. Wiederholungsbereiche eigentlich eher, ich gehe eigentlich immer eher in einen höheren Wiederholungsbereich beim Wadentraining, vor allem beim sitzenden Wadenheben. Mhm. Jetzt beim stehenden Wadenheben würde ich jetzt wahrscheinlich aktuell so 12 Wiederholungen anpeilen. Alles klar, ne? Okay, gut. Und also eine Sekunde oben halten, Sekunde in der negativen und positiven, also jeweils, genau, in der Spannung und in der gedehnten Pose. Genau, gedehnte Position jeweils eine Sekunde halten. Kontrahierte Position eine Sekunde halten circa, sodass wir einfach wirklich den Schwung rausnehmen. Okay. Ja, und dann wirklich eine kontrollierte Exzentrik, also eine kontrollierte exzentrische Phase und explosiv in die Konzentrik rein. Also explosiv und wieder raus. Oben halten und okay. Genau, oben halten. Ich würde halt auch vor allem beim Wadenheben immer schon näher ans Muskelversagen gehen. Also in dem anderen Video haben wir schon darüber gesprochen, dass ich jetzt nicht in jedem Training und in jeder Übung voll bis ans Muskelversagen gehe. In der aktuellen Woche würde ich normalerweise wahrscheinlich so bei ungefähr 1 bis 2 Wiederholungen im Tank bleiben. Aber ich würde jetzt beim Wadenheben schon so bis auf eine Wiederholung ans Muskelversagen rangehen. Muss man natürlich, wie gesagt, gut einschätzen können. Ansonsten wird es schwierig. Die meisten Leute verschätzen sich da tatsächlich. Also dann halt tendenziell immer eher lieber näher ans Muskelversagen als zu weit davon entfernt bleiben. Easy. Okay, wir starten einfach mal. Machst du Socken oder machst du Ich muss jetzt natürlich sagen, Schuhwerk ist definitiv nicht optimal. Ich würde schon festes Schuhwerk empfehlen. Also das vorhin war natürlich ein Spaß. Einfach damit wir hier natürlich auch stabil auf der Plattform stehen. Barfuß kann ich persönlich nicht so gut haben, weil vor allem in der Dehnung drückt es dann natürlich eben in die Fußsohle rein. Es tut halt echt sehr weh, wenn man nachher ein bisschen Gewicht drauf hat.
Wir werden heute trotzdem auch gar nicht so viel Gewicht benutzen, vor allem weil wir halt eben die Exzentrik so betonen. Da brauchen wir einfach nicht so viel Gewicht. Ne? Also je sauberer wir die Ausführungen machen, je kontrollierter wir die exzentrische Phase auch gestalten, desto weniger Gewicht brauchen wir im Grunde. Ne? Also und wir wollen ja authentisch bleiben, ne? Deswegen Freestyle. Birkenstock ist natürlich, wie er gesagt hat, nicht das beste Schuhwerk, aber wir haben uns spontan jetzt auch auf ein Wadentraining geeinigt. Und genau. Ich denke mal lieber ein bisschen mehr Content und euch ein bisschen mehr Einblicke vom Training, als das eventuell ein bisschen nach hinten zu schieben und dann vielleicht darauf zu verzichten. Deswegen heute mal ein Birkenstocks, macht vielleicht das Video ein bisschen authentischer. Sehr schön. So, und wenn ihr jetzt mitzählt, dann merkt ihr, dass ich die Negative meistens so 4 Sekunden betone, explosiv in die Konzentrik komme und dann halt wirklich in der Dehnung und in der Kontraktion die Bewegung kurz stoppe. Und jetzt wird es nämlich auch schon ekelhaft. Come on. Jawohl. Wichtig hier auch wirklich ganz hoch und ganz in die Dehnung kommen. Aber in der Dehnung trotzdem die Spannung halten. Okay. Heißt also, wir stehen nicht einfach nur in den passiven Strukturen halten drin. Also wir lassen nicht einfach locker, ich kann mich ja auch irgendwo dranhängen, bin ich auch in einer komplett gedehnten Position, wenn es jetzt halt um den Latt geht. Oder ich halte halt die Spannung, das ist ein Unterschied. Und genauso ist es halt hier auch. Schön ganz runter, kurz Pause und hoch, boom. 1, 2, 3, 4, halten und hoch, boom, halten, 1, 2. Da muss immer jeder für sich so ein bisschen gucken, wie man es auch am besten spürt. Man kann natürlich über die Standbreite und auch über die Fußposition so ein bisschen Variation reinbringen. Aber viel Unterschied ist nicht. Man biased halt immer so ein bisschen dann halt eben auch, welche Faseranteile man rekrutiert. Und wie hast du es gespürt? War gut, auf jeden Fall. Ja. Ich mache es ja auch teilweise, wie du gesagt hast, ein bisschen schwerer. Ja. Ne? Aber dann wahrscheinlich, wie du gesagt hast, weniger in die Muskelkontraktion rein, sondern mehr mit Schwung wahrscheinlich. Also wie gesagt, vor allem beim Wadentraining kann ich euch echt empfehlen, einfach mal das Ganze sehr sauber zu probieren, weil die meisten halt eben zu Gewichtschmeißen tendieren. Gerade wieder runtergestellt. Auf Zwergengröße ist eingestellt. Ich dachte gerade schon. Hier oben rein kannst du. Was ist das denn, Junge? Tut mir leid, dass ich ein kleiner Kampfzweck bin. Zwockel. Hobbitgröße. So, zweite Übung für die Waden, sitzendes Wadenheben. Wir haben jetzt hier natürlich eine unterschiedliche Zielmuskulatur. Beim stehenden Wadenheben haben wir primär den Gastrocnemius, also die große Wadenmuskulatur. Einfach aus dem Grund, weil der Gastrocnemius das Kniegelenk und das Fußgelenk kreuzt. Und wenn wir mit gestreckten Beinen Wadenheben ausführen, dann ist der Gastrocnemius in einer besseren Vordehnung. Das heißt also, er kann mehr Kraft entwickeln. Und deshalb trainieren wir beim stehenden Wadenheben primär den Gastrocnemius, den Soleus allerdings auch zum Teil. Aber der Gastrocnemius wird da die meiste Arbeit verrichten. Hier im sitzenden Wadenheben ist es anders. Dadurch, dass wir das Kniegelenk gebeugt haben, kann der Gastrocnemius nicht mehr ganz optimal arbeiten. Hier haben wir dann eine aktive Insuffizienz im Gastrocnemius, also in der, sag ich mal, der großen Wadenmuskulatur, die man hier auch wirklich außerhalb sieht. Der Soleus hingegen kreuzt nicht das Kniegelenk, sondern setzt hier am Schienbein an und kreuzt trotzdem natürlich auch das Fußgelenk, kann dadurch natürlich trotzdem immer noch Kraft ausüben und hilft uns hier dabei, das Fußgelenk in die Plantarflexion zu bringen. Das heißt also, hier im sitzenden Wadenheben werden wir primär den Soleus trainieren. Eigentlich zur Ausführung gibt es eigentlich nicht so viel zu sagen. Ich denke, das ist eigentlich relativ eindeutig. Ich würde halt immer schauen, dass man die Knie wirklich unterhalb des Polsters hier platziert. Also ich würde jetzt nicht super weit vorne sitzen. Also ich würde jetzt nicht den machen hier, ne, weil da hat man einfach einen sehr, sehr kurzen Weg hier. Sondern ich würde halt wirklich gucken, dass man das Gewicht auch primär wirklich über dem Knie platziert hat, sodass es halt auch eben über dem Fußgelenk ist. Rausheben, auch hier gleiches Schema wie gerade. Wir betonen die Exzentrik, das heißt also, wir betonen wirklich die negative
drei, vier Sekunden, bleiben unten kurz in der Dehnung, explosiv wieder raus, oh, explosiv wieder raus, halten die halten die kontrahierte Wir halten die kontrahierte Position auch ungefähr eine Sekunde. Und eine Sache, die ich hier halt immer noch ausführen würde oder die ich hier mit einbauen würde, wäre halt, dass ich mich selber mit meinem Körpergewicht auch über dem Polster platziere, sodass ich halt mein eigenes Körpergewicht hier noch mit drauf packe. Und halt nicht hier den machen, ne, mit Schwung arbeiten, sondern wir bleiben hier vorne. Damit haben wir natürlich eigentlich immer schön gleichbleibende Belastung. So, das war's auch schon wieder. Warntraining, simpel und effektiv. Könnt ihr ja mal so ausprobieren. Lasst gerne Feedback unten in den Kommentaren da, wie ihr es findet, wenn ihr es mal ausprobiert habt. Und wenn ihr mehr solchen Content sehen wollt, dürft ihr natürlich auch sehr gerne kommentieren, was ihr in Zukunft gerne sehen würdet. Wir freuen uns natürlich über jegliches Feedback. Ansonsten, wenn ihr uns supporten wollt, entweder Hisham oder mich, yes, könnt ihr natürlich gerne mit unseren Athletencodes bestellen, entweder im God's Rage Shop, godsrage.com oder im Gigas Nutrition Shop bei gigasnutrition.com mit dem Code Hishamo oder mit meinem Code Prometheus kriegt ihr immer den besten und den maximalen Rabatt. Auf die besten Produkte, würde ich mal sagen. Die besten Produkte. Also ganz simpel, wie ihr gesehen habt, zwei Übungen, stehendes, sitzendes Wadenheben, jeweils drei Sätze. 12 bis 13, 14, 15 Wiederholungen, je nachdem wie viel drin ist. Und mehr ist es gar nicht, man muss einfach nur durchziehen. Genau. Also, wir wünschen euch einen charmanten Ciao, ciao.